So, was geht ihr Freunde und Schatzen? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute zu meinem Free-to-Play Blue Eyes Build, genau. Ich selbst bevorzuge dieses Bild jetzt persönlich auch. Ich habe mir mal ein Free-to-Play gemacht, was auch relativ stabil sein kann. Zwar nicht so stark wie das Vollbild mit den Steinen, den ich leider nicht besitze. Aber man kann auch so konstant auf jeden Fall in den Blue Eyes Plays reingehen und auch noch andere Synchros, wenn man möchte, auch raushauen. Aber jetzt erstmal zu den Kern des Decks. Ich spiele das Deck zusammen mit der Lightsworn Engine, was dann bedeutet, dass wir in dem Fall, auch wenn wir Glück haben, mit der Lichtbrigade und mit der Solarwiederaufladung dann Glück haben und dann ihn hier auf dem Friedhof bekommen. Und da wir dann ja in der Regel dann einen normen können, dadurch einen wieder opfern können, können wir auch in die Blue Eyes Engine reingehen. Und wenn wir Glück haben, haben wir Glow-Up-Blumen im Friedhof. Das heißt, wir können schon in die Synchros reingehen. Oder wir gehen natürlich mit der normalen Lightsworn Engine in die Monster rein. Ich würde sogar das hier bevorzugen. Finde ich besser. Hat man mehr Optionen? Nein? So ist besser. Weil, so. Auf jeden Fall so. Mal jetzt mal zum Punkt. Raiden kann ja einfach zwei Monster pro Zug millen. Einmal als normaler Effekt und dann in der Endphase millt er automatisch zwei. Die in der Mainphase kann man sich aussuchen. Der Drachengeist des Weißen wird auf dem Feld als Blue Eyes behandelt. Ne, wird immer als blaue Karte behandelt. Okay. Kann eine Karte banishen, wenn er gerufen wird und kann auch weiterhin für Synchros verwendet werden. Glow-Up-Blumen kann die oberste Karte des Decks abwerfen und sich dann aus dem Friedhof specialen. Kann man nur einmal pro Duell verwenden, aber reicht auch absolut. Kann man dann in den hier reingehen, man kann dann in ihn hier reingehen, in ihn, in ihn. Es gibt viele Möglichkeiten, in die man reingehen kann. Ich würde sogar den hier sogar bevorzugen, weil du kriegst dann ja wieder einen Empfänger im Friedhof, kannst dann wieder eine Karte zerstören. Auf jeden Fall ganz nett. Der Weiße mit den blauen Augen kann sich von der Hand aktivieren. Also wenn er genommelt wird, kann man erstmal ein Lichtempfängermonster Stufe 1 von Deck hinzufügen. Der zweite Effekt ist, dass man diese Karte und einen abwerfen kann, ein Effektmonster wählen kann, es auf dem Friedhof legen kann und dann ein Blue Eyes aus dem Deck specialen kann. Blue Eyes for free, also nice. Die Lumina kann ein nicht verpflichtet Monster auf der Stufe 4 oder niedriger vom Friedhof Special, indem man eine Karte abwirft. Der Meister mit den blauen Augen wird in der Regel nicht benutzt. Wir benutzen ihn hier, da wir dank der Lightsword Engine Zugriff dann nochmal auf mehr Blue Eyes Sachen haben. Weil er kann ein Effektmonster auf dem Feld wählen, es auf den Friedhof legen und sich selbst ins Deck zurückmischen. Genau, ins Deck mischen, das Effektmonster wählen, es auf den Friedhof legen und ein Blue Eyes specialen. Also auch nochmal ein Blue Eyes for free. Blue Eyes Ride Dragon brauche ich, denke ich, nicht zu erklären. Angriff der Lichtbrigade kann die drei Außenkarten des Decks millen und dann ein Lichtverpflichtet hinzufügen. Da hat man nochmal Karten im Friedhof. Für ihn hier vielleicht. Solarwiederaufladung kann ein Lichtverpflichtet Monster abwerfen und dann zwei Karten ziehen lassen. Also auch nochmal nett. Und ein Rageki Break, einfach um nervige Karten loszuwerden, falls man jetzt nicht so gut startet. Das ist nämlich nicht zu 100% garantiert, aber ich würde sagen, es ist konstant genug. Dann haben wir den blauäugigen Geisterdrachen. Er kann Friedhofseffekte annullieren, also Effekte, die im Friedhof aktiviert werden. Und kein Spieler kann zwei oder mehr Monster gleichzeitig als Spezialbeschwörung beschwören. Und zusätzlich kann man ihn, wo war das? Genau, man kann ihn als Tribut anbieten und ein Licht-Synchro-Monster von Typ Drache, von Typ Licht als Spezialbeschwörung von Exelect beschwören. Mir fällt gerade auf, dann würde sogar der Michael gehen. Aber der Dragonmake, wie gesagt, der kann einen Empfänger banishen und eine Karte zerstören. Auf jeden Fall ganz nett. Der Michael ist die typische Karte, mit der man in die Lightsworn Engine reingeht. Er kann mit 1000 Schaden eine Karte banishen. Auf jeden Fall ganz nett. Und der Geisterdrache kann ihn dann jetzt sogar holen, weil er ist ein Lichtmonster von Typ Drache. Auf jeden Fall nochmal ganz nett. Der Samurai-Zerstörer kann auch nochmal nett kommen. Der kann nämlich, wenn er angreift, kann der Gegner keine Karten aktivieren. Und das hier ist einfach eine nette Defensive. Ja. Und als Skill spiele ich noch die alternative Evolution, womit man dann den bläuigen weißen Drachen in einen ultimativen wechseln kann. Könnt auch alternativ sonst gerne auch die ultimativen Drachen spielen. Ich bevorzuge jetzt, ich bevorzuge eigentlich jetzt gar keinen. Ich habe mich jetzt einfach für den entschieden. Wenn ihr wünscht, dass ich das auch mal mit ultimativen Drachen ausprobiere, kann ich das auch gerne mal in der nächsten Folge tun. Aber ich würde sagen, jetzt wo wir mal das hier haben, gehen wir in das erste Replay, Leute.
So, wir fangen nicht an. Haben auch eine sehr stabile Hand eigentlich. Vielleicht haben wir ja Glück und ziehen noch ein paar nette Karten. Ein Weißer wäre gar nicht so ganz... Achso, nee, wir fangen doch an. Hoppala. Oh ja, wir haben den Meister gemildert. Das ist echt gut. Das ist sehr... Das ist sowas von gut. Angriff der Lichtbrigade. Nochmal. Ich möchte Glow-Up-Blumen. Banischen. Please. Please. Och man, du bist ein Blöd, Mann. Naja, wir haben den Meister immerhin gemildert. Also, weg auf den Friedhof mit dir. The light from my dragon erases the shadows. Und in der nächsten Runde können wir, wenn er uns jetzt nicht irgendwie auseinander nimmt, ein paar schöne Sachen machen. Das kann er ja die ganze Zeit von der Hand aktivieren. Das würde mich jetzt schon interessieren. Shiranui. Hätte ich mir auch denken können. Hast du nichts? Was? Der hat ja wirklich nichts. Sick. Da haben wir eine Solarwiederaufladung. Aktivieren wir auch mal. Schmeißen Raiden ab und ziehen zwei Karten. Glow Up Bloom. Nice. Wir haben auch noch eine Solar-Wiederaufladung gezogen. Lumina. Ja. Ja. Danke. Lumina aktivieren. Glow Up Bloom in den Friedhof. Raiden zurück. Raiden come back. Da kommt Raigeki Break. No problem. Er macht die Lumina weg. Okay. Was können wir denn noch aktivieren? Wir können Glow-Up-Blumen und noch einen davon. Erstmal Alternate Evolution. Blue Eyes Alternative White Dragon can destroy your monster. Weg damit. No! Du bist eine kleine Scheiß-Nervensäge. Weißt du das? So, warte mal. Achso, bringt mir nichts. Können wir ihn diese Runde noch umbringen? Oh! 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 Auf den Grave mit dir raiden. Blue Eyes, come forth. Glow Up Bloom.
Attack! Effekt! Michael! Oh, fuck. Nein! Das war jetzt dumm! Er wird in Defense beschworen. Bin ich geistesbehindert? Jetzt werden drei Karten abgeworfen und ich verliere. Bin so hirnamputiert! Ich hätte ihn negieren können. Nein, ich muss mir mein Ego angeben und dachte, er wird in Angriff beschworen und ich hätte Liefel gehen können. Ah. Jetzt hat er auch noch ein Spectre Sword. Okay, auf Wiedersehen. Es war schön mit euch, Leute. Spaß. Das lasse ich jetzt auch drin. Ich hätte gewonnen. So herum. War jetzt zwar los, weil ich dumm bin. Das war jetzt einfach nur los wegen Dummheit. Hätte ich den Geisterdrachen behalten, hätte er gar nicht erst in die Synchro gehen können. Ich bin aber einfach dumm. Also sehen wir uns in der nächsten Replay. Ja, mit dieser Hand könnten wir vielleicht ein bisschen anfangen, wenn wir ein lichtverpflichtet Monster hätten, das wir aber nicht besitzen. Shit. Vielleicht ziehen wir ja noch was Gutes, aber wir haben Schutzkarten, also kann uns erstmal nichts passieren, hoffe ich. Außer du bist wieder ein blöder Shiranui-Spieler. Bist du Shiranui-Spieler? Bist du Shiranui-Spieler? Soll ich dich umbringen? X-Säbel. Krass. Krasse. Wir ziehen natürlich nicht das, was wir wollen, deswegen gehen wir jetzt wieder an den Gegner ab. Er hat den Alexandre-Drachen beschworen. Okay. So, du legst es drauf an, meine Junge, ne? Was kann der? Falls dieser Karte ein Monster eines Gegners durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, ja, okay, kein Problem. Wir brauchen ihn im Friedhof, Dann kriegen wir halt noch mehr Damage, Yolo. Ist also. Let's go. Ein Effektmonster. Ein Effektmonster! Okay, das geht auch. Das geht auch. Oh, diese. Lumina! Effekt! Schmeiß! Hol! Schmeiß! Ach ja, den Weißer könnte ich jetzt aktivieren. Okay, dokili, wir gehen jetzt. Gehen wir an Michael oder wir gehen an Dan? Wir gehen an Dan, Minion. So, wir könnten den Weißer aktivieren, wenn wir wollten. Aber das wollen wir nicht, denn wir wollen nämlich jetzt das hier. Lavi-Aufladung weg. Du weg. Attack. Your turn. Er settet eine Karte. Und er setzt ein Monster. Okidoki. Solange es jetzt nicht ein Rageki-Break ist, den du anschellen kannst. Oh! Fuck! Ja, das ist jetzt mal ganz schön kritisch, ne? Weil jetzt können wir nämlich den Weißer aktivieren. Also den Meister. Nicht den Weißer. Meister. Ein Stack zurück auf den Friedhof. Und jetzt können wir den Blue Eyes holen. Jetzt. Nein, das möchte ich noch. Kann der Blue Eyes Ultimate Right Dragon. Kann einfach allgemeine Monster zerstören, ne? Das wäre mal richtig fesch, wenn er das konnte. Kann er! Kann er! Kann er!
Oh, bam! Glow up, Bloom! Alter, jetzt nehmen wir auseinander. Jetzt nehmen wir auseinander, Leute. Jetzt nehmen wir auseinander. Jetzt nehmen wir auseinander. Aber so richtig. Dragon Mag. Effekt. Oh Gott, wir haben so viel Auswahl. Weg damit. Weg damit. Oh mein Gott. Attack. Und win. Bam, motherfucker. Ich sag doch, dieses Deck kann was. Entschuldigung. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt damit ein bisschen zeigen, auch wenn das erste ein Loose war, den ich jetzt drin gelassen habe, sogar ausnahmsweise. Ich lasse ja sowas ungern drin. Ich lasse es aber immer drin, wenn das Prinzip funktioniert hat. Und es hat in diesem Fall super funktioniert. Oder würdet ihr es nicht sagen? Ich würde es schon sagen. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr Blue Eyes sehen wollt, sagt mir Bescheid. Dann mache ich auch mal ein Video mit den ultimativen Drachen. Und dann vielleicht auch irgendwann, wenn ich mal die Karten dafür habe, mit den Steinen. Und bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute!